Hallo meine Lieben. So, heute sind wir wieder bei dem kleinen Wochenendorakel. Und zwar für den 4. und 5. Juni 2022. Ja, bis jetzt habe ich das immer ganz gut geschafft. Ich hatte ja gesagt, dass das auch mal sein kann, dass diese Legung mal ausfällt, aber ich habe gesehen, dass ihr das alle ganz gut annehmt und auch gerade mit dieser Auswahl zwischen zwei Stapeln, das scheint so bei vielen von euch doch eine beliebte Anwendung zu sein, also die ihr als positiv empfindet. Und demzufolge gibt es auch heute wieder zwei Stapel zur Auswahl. Und zwar haben wir hier einmal das Krafttier, eine Karte aus dem Krafttier-Orakel-Deck von Colette Byrne-Reed. Dann gibt es eine Karte aus dem Seelenengel-Orakel. Dann gibt es noch eine Karte, die Liebe der Engel. Und dann gibt es drei Karten aus dem Leiding-Wahrsage-Kartendeck und drei Karten aus dem, mystischen Lenemore-Deck von Angelina Schulze. So, ansonsten, wenn ich mal irgendein Deck nicht erwähne, ihr findet alle meine genutzten Karten für sämtliche Legungen immer hier unter meinem Link in der Infobox. Von daher, falls ich mal einen Herausgeber oder dergleichen vergessen sollte, die sind da alle aufgeführt. Und da kann man das auch, wie gesagt, jederzeit einsehen. Ja, die Zeit des Nutzen, Sprachschwierigkeiten, Entschuldigung. Die Zeit des Mischens nutze ich wie immer noch, um mich bei euch zu bedanken. Für jeden Daumen hoch, für jeden netten Kommentar, den ihr da lasst. Und natürlich auch fürs Aktivieren des Glöckchens, womit ihr ein kostenloses Abo auf meinem Kanal abschließt. Und nicht zu vergessen natürlich ein Dankeschön für all diejenigen, die mir doch die eine oder andere Spende als Anerkennung zukommen lassen. Auch dafür mein herzliches Dankeschön. Aber wie gesagt, ich freue mich auch, egal welche Art eurer Anerkennung ihr mir hier zurücklasst. So, natürlich wisst ihr ja inzwischen, dass auch dieses hier eine allgemeine Legung ist. Das heißt, auch diese Aussagen können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Aber das habe ich des Öfteren schon erwähnt und ich glaube, das wisst ihr inzwischen auch nicht nur von meinen, sondern auch von sämtlichen anderen Kollegen, dass es natürlich bei allgemeinen Legungen niemals auf alle Zuschauer gleichermaßen zutreffen kann. Aber ich denke, jeder kann sich etwas rausnehmen aus diesen Legungen. Und wenn es manchmal, wie in diesem Fall, die Überschriftskarten sind, irgendwo versteckt sich immer ein Hinweis für jeden von euch, der hierher kommt, weil ich finde, auch das ist eine Sache, die gelenkt wird. Ihr werdet hierher geführt und das hat einfach einen besonderen Grund. Und den kann man dann, wie gesagt, dreist in diesen Überschriftskarten oder vielleicht auch nur in den Wahrsagekarten oder in den Lenemore-Karten erkennen. Aber das ist so ein Einfühlungsvermögen, was ihr auch selbst entwickeln müsst, um da wirklich etwas draus lesen zu können. So, und damit haben wir auch jetzt alles erreicht. Ich werde das jetzt zusammenschieben für euch, sichtbar. Und dann könnt ihr
und wir alle wählen die linke Seite oder die rechte Seite. Ich beginne wie immer mit der linken Seite und lege die rechte erstmal an den Rand. Und wir schauen, was wir da haben. Wir haben bei den Orakel der Krafttiere die Wespe. Manchmal zeigt uns das Leben seinen Stachel. Das ist wohl wahr. Nicht alles im Leben verläuft, wie wir es uns wünschen. Und es gibt nicht nur rosa-rot, sondern es gibt auch tiefschwarz. Und auch das sind Dinge, die jeder von uns kennt und die irgendwo, ja, das Leben auch ausmachen. Ich denke, vielleicht wären wir auch total unzufrieden, wenn alles nur noch unseren Wünschen entsprechend laufen würde. Denn gäbe es ja nichts mehr, was uns unerwartet erfreuen könnte. Und demzufolge gehört auch, ja, der Stachel im Leben dazu, um zu wachsen. Aber wir haben hier die wunderschöne Karte bei dem Seelenengel-Orakel, Engel der Wünsche. Ein Herzenswunsch geht sehr bald für dich in Erfüllung. Also, egal wie tief dieser Stachel, ich ziehe das mal doch ein bisschen runter, komme ich besser ran, wie tief dieser Stachel hier sitzen mag, es kommt wieder eine wunderbare Zeit mit der Erfüllung eurer Wünsche auf euch zu. Und wir haben hier noch einmal eine fantastische Karte in wunderschöner Farbgebung, die eigentlich schon alles an Freude und an Glück ausdrückt, von Rot über Orange über strahlendes Gelb und immer so ein bisschen schemenhaft dargestellt die Statue eines Engels und die Überschrift dazu Wahrhaftigkeit. Und da werde ich jetzt in dieses entsprechende Büchlein schauen. Und mal gucken, was uns hier noch mit auf den Weg gegeben wird. Aber ich weiß, ich merke schon wieder, das wird wieder problematisch. Bei diesem Deck ist das immer ein bisschen schwierig, die Karte zu finden. Aber ich habe es 85, da sind wir gleich. So. Du bist einzigartig und wunderbar. Dein Wesen entstand aus der Liebe des Schöpfers. Wahrhaftig leben, hier die Überschrift Wahrhaftigkeit, heißt aus dem Herzen heraus handeln und sich als ein Teil des großen Ganzen zu erkennen. Du bist gut, so wie du bist. Der Himmel liebt dich mit all deinen Eigenschaften, ruft dir der Engel der Wahrhaftigkeit zu. Man selber, denke ich, weiß um seine eigenen Fehler. Und man versucht diese vielleicht auch immer wieder abzustellen, was aber mit Sicherheit nicht immer so gelingt, wie man sich das vornimmt. Aber die Gewissheit, dass man trotzdem geliebt wird und dass man so, wie man sich verhält, wahrhaftig eigentlich ist und trotzdem in den Genuss kommt, mit Hilfe der Engel, dass sich Wünsche erfüllen können, dann erkennt man im Grunde genommen auch, dass das Leben, auch wenn es seinen Stachel mal gezeigt hat, dass es trotzdem noch viele wunderbare Facetten für einen bereithält. Und das ist das, woran man vielleicht dann auch wirklich glauben sollte und worauf man auch vertrauen kann und vertrauen sollte. Und bei den Wahrsagekarten haben wir die Freude, die Anerkennung, die hier auf uns wartet. Wir sehen hier wird ein Geschenk überreicht. Das bringt die Freude und das Geschenk drückt dir die Anerkennung eines Gegenübers aus. Und wir haben im
diesem Deck auch wieder dich als Hauptperson. In allgemeinen Legungen unterscheide ich jetzt nicht zwischen der männlichen und weiblichen Hauptperson, sondern da hier überwiegend Frauen zuschauen, ist es auch in dieser Karte die weibliche Hauptperson, gilt aber, wie ich immer sage, für den Fragesteller. Das heißt, auch wenn hier ein Herr zuschaut. Und schaut euch diese Karte an. Bei den Wahrsagekarten kommt die Karte viel Geld. Vielleicht ist es so, dass man durch ein tiefes Tal geht, einen Stachel des Lebens entfernen muss, etwas, was einem das Leben vielleicht schwer gemacht hat, und darauf vertrauen, dass man jetzt mit dem Engel der Wünsche an seine Ziele kommt und wahrhaftig das erreichen wird, was man sich als Ziel gesetzt hat. Und das Ganze wird noch gekrönt mit der Karte und der Aussage und der Hoffnung auf viel Geld. Wobei ich auch da immer darauf hinweise, viel Geld hat unterschiedliche Wirkungen. Für den einen sind 1000 Euro viel Geld, für andere sind auch 100 Euro schon viel Geld. Vertraut einfach auf den Engel der Wünsche, der euch sagt, dass ein Herzenswunsch sehr bald in Erfüllung geht. Egal in welcher Richtung dieser Wunsch jetzt bei dem einen oder anderen von euch sich darstellt. Bei dem Lennemore-Deck haben wir ein männliches Gegenüber. Wir haben den Ring und wir haben das Herz. Also hier würde ich fast behaupten, diejenigen, die diese Seite gewählt haben, zumindest der eine oder andere von euch, hat diesen Herzenswunsch an eine feste Bindung mit einem Gegenüber. Eine Bindung, durch den Ring dargestellt, auf eine feste Partnerschaft, auf die Erfüllung der Liebe und verbindet damit genau diesen Herzenswunsch. Und das Ganze vielleicht, nachdem das Leben erstmal gezeigt hat, dass es auch Schwierigkeiten gibt in Form des Stachels, dass man diesen Stachel, der einem vielleicht viele Wege auch in der Liebe hier verbaut hat, weil man noch einen Stachel aus der Vergangenheit in sich gefühlt hat und nicht offen war und nicht mehr dran geglaubt hat. Aber diejenigen, auf die diese Aussage jetzt zutrifft, die werden auf wunderbare Weise erfahren, dass sich Wünsche noch erfüllen können, dass es wahrhaftig möglich ist, Negatives hinter sich zu lassen, Geschenke anzunehmen, im Zusammenhang mit viel Geld auch das erreichen, was man sich in der Liebe als feste Beziehung wünscht und vorstellt. Und das Ganze ist hier wunderbar dargestellt. Und da lasse ich auch das Herz als Liebesdarstellung als oberste Karte. Und wir schauen, was sich jetzt auf der rechten Seite zeigt. Da haben wir das Kaninchen. Jetzt ist eine fruchtbare Zeit. Ja, fruchtbar in jeder Weise, das muss jeder für sich entscheiden. Die, die sich Nachwuchs wünschen, auf die kann es zutreffen. Aber
diese Fruchtbarkeit kann sich auch auf viele Sparten deines Lebens beziehen. Wir schauen mal, was die Seelenengel uns geben. Auch passend. Engel der Geschenke. Das größte Geschenk bist du. Also vielleicht ist es nicht immer das Streben. Ich erwarte dieses oder jenes. Vieles von dem, was man erhofft und erwartet, ist vielleicht verborgen, schon in einem drin. Und die Liebe der Engel, die schicken wunderbar die Karte Gnade. Wir sehen auch hier wieder schemenhaft den Engel, der seine Flügel, hier dargestellt ein großer Flügel, den Flügel über dich breitet und voller Gnade eigentlich dich beschützt, bei dir zur Seite steht und dir vielleicht auch zeigt, dass du selbst das größte Geschenk bist und dass jetzt deine Zeit kommt, deine fruchtbare Zeit, egal was deine Pläne da beinhalten. Das Büchlein sagt, die Gnade vollbringt auf leichte und mühelose Art und Weise Wunder und Heilungen. Sie wird direkt vom Schöpfer gesandt und kann irdische Gesetze aufheben und Wunder geschehen lassen. Die Gnade ist ein unendlicher Strom aus lichter Kraft und eine Verbindung zum Himmel. Sie fließt jetzt besonders intensiv zu dir. Ja, und damit ist eigentlich auch diese Aussage nochmal bestätigt. Jetzt ist eine fruchtbare Zeit. Du hast diese Hilfe, diese Gnade vom Universum, die Unterstützung. Und der Engel der Geschenke, der dir sagt, dein größtes Geschenk bist du, der weist dich darauf hin, dass du unterstützt mit dieser Gnade, genau bereit bist für diese jetzt fruchtbare Zeit. Und wir schauen bei den Wahrsagekarten, sehen wir aber, dass du dich viel zu viel beschäftigst mit Gedanken. Du gibst keine Ruhe, es beschäftigt dich mit Sorgen. Hier rauskommen. An die fruchtbare Zeit, auf die fruchtbare Zeit vertrauen. Nicht immer nur an Verlust denken. Du beschäftigst dich mit allem, was schief läuft im Leben. Aber vertrau doch mal, schau auf die andere Seite, auf die Sonnenseite und erkenne, dass jetzt die fruchtbare Zeit ist, dass du unterstützt bist und dass du selbst in der Lage bist, dein Leben in die Hand zu nehmen. Und hier gibt es auch noch männliche Hauptpersonen in deinem Leben, die dir hilfreich zur Seite stehen. Das müssen nicht unbedingt Liebespartner sein. Das können einfach männliche Personen aus dem Freundes-, aus dem Familienkreis sein, auch aus dem Berufsbereich, je nachdem, wo deine fruchtbare Zeit dich jetzt hinträgt, in welchen Bereich. Und wir schauen, schaut euch an, bei dem Linnemont haben wir die Sonne, die Öffentlichkeit und die Wege. Das heißt, wenn ihr den richtigen Weg euch jetzt wählt, und dazu seid ihr durch die Gnade in der Lage, den richtigen Weg wählt, die Öffentlichkeit in Anspruch nehmt, wo ihr die Hilfe benötigt, dann und damit kommt ihr zu Glück und Erfolg. Wir haben auch hier die höchste Glückskarte des Linnemonts, nämlich die Sonne. Und all das stellt sich einfach nur als positiv dar. Das heißt, alles kann sich hier zum Guten entwickeln. Vertrau dir selbst, denn das größte Geschenk bist du.
Das musst du nur erkennen. Und die Sorgen und diese Verlustängste einfach mal loslassen. Nach vorne schauen. Auf diese jetzt fruchtbare Zeit vertrauen, damit du dann in Glück und Erfolg kommen kannst. Das ist im Grunde genommen für dieses Wochenende eine fantastische Aussage für beide Seiten, wie ich finde. Und ich denke, was ich ja immer wieder sage, verlasst euch nicht immer auf diesen Zeitraum. Das Universum ist zeitlos und die Karten, die ich hier intuitiv ziehe und bekomme, sind gelenkt. Und von daher vertraut darauf, dass die Aussagen treffend sind, aber nicht unbedingt genau für jetzt den Samstag und Sonntag. Das kann nächste Woche Samstag, Sonntag sein und es fällt euch ein und ihr erinnert euch und sagt, Mensch, da war doch was von wegen die fruchtbare Zeit, Glück und Erfolg, was auf mich wartet. Das größte Geschenk bin ich. All das lasst Revue passieren und wartet einfach ab. Mit positiven Gedanken rauskommen aus den Sorgen, diese Verlustängste einfach mal ablegen, nach vorne schauen und auf fruchtbare Zeit vertrauen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein fantastisches Wochenende und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut. Alles Liebe für euch. Bis dann.